Hallihallo und herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Part vom Let's Show mit Roter Stern Rostock. Und wir haben schon die nächste Halbserie jetzt hinter uns. Und es läuft nicht so optimal, wie erhofft vielleicht. Wir sind nämlich nur Tabellenzweite nach 17 Spielen. Ja genau, nach 17 Spielen. Aber wenn wir das nächste Spiel gewinnen, sind wir erster Platz, weil da spielen wir gegen den derzeitigen Ersten. Wir haben 512 und die haben 472, also haben wir gute Chancen da. Auf jeden Fall, wie immer mal wieder die erste Mannschaft zeigen. Da haben wir uns als neuen Torwart vor kurzem Theophilos Tsitsakis geholt. Der war in der Jugend von Greifswald. Mit 16 Jahren hatte der eine 40er Stärke. Inzwischen hat er schon einen Punkt dazu gemacht in den paar Spielen, in den 7 Spielen, die jetzt bei uns ist. Und 6-Sterne-Talent mit 16, also der wird erst Ende dieser Saison 17. Naja, Ende nicht, aber naja, der wird sogar schon bald 17, aber trotzdem, der ist dann erst 17. Und ist schon genauso stark wie die anderen alle, die älter sind. Ja. Das wäre das. Dann haben wir hier Flexiclex Gaming natürlich. 43, da muss ich sagen, hatte ich sehr viel Pech. Wir sind nämlich nur gleich geblieben hier. Und zwar sah das eigentlich erst gut aus. Ich war schon auf eine 44 oder so. Und dann habe ich mich verletzt. Für eine ewig lange Zeit. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange. 11 Wochen. Und dann direkt dann... Ja, nee, doch, 11 Wochen. Genau. Und bin dann in den 11 Wochen irgendwie auf 38 oder so runter. Und musste mich dann erstmal wieder darauf hocharbeiten. Jetzt habe ich inzwischen 7 Spiele gemacht. Und ein Tor geschossen. Und jetzt geht's langsam wieder ein bisschen bergauf. Dann haben wir Rashad Amin geholt. Den haben wir in der Jugend von Union Berlin geholt. Und da werden jetzt wahrscheinlich einige denken, ja, das ist unwahrscheinlich, aus der Jugend von Union. Aber der ist von der Stärke so weit entfernt von der ersten Mannschaft, dass ich mir gedacht habe, er wird vielleicht nicht denken, dass er die Chance haben wird, für Union zu spielen. Oder wenn erst später. Deswegen holen wir ihn in die Bezirksliga, wo er auf jeden Fall spielt. Und werden ihn dann bei einem Angebot eines größeren Vereins wieder gehen lassen. Das ist so, wie zum Beispiel einer, den ich kenne. Der hat mal in der Jugend höher gespielt. Ist auch zu Rostock gegangen, also zu einem Drittligisten. Und ist dann, weil er sich da nicht durchgesetzt hat, wieder zurückgekommen. Beziehungsweise sogar noch zu einem ungefähr gleich starken Verein gegangen, der weiter entfernt ist hier von Tetro und Dalkendorf. Und ja, deswegen, wir würden den auf jeden Fall, auch wenn er sich gut entwickelt, dann nachher zu einem Top-Verein gehen lassen. Mario Babatz entwickelt sich weiter super, hat inzwischen schon 43 Spiele in den 2 Saisons bis jetzt gemacht und dabei schon 2 Tore geschossen. Dann haben wir Daniel Chaka, da ist es ähnlich wie mit Dings, den wir eben hatten, komme gerade nicht drauf, mit Amin, genau. Haben wir von Saarbrücken aus die Jugend. Entwickelt sich auch echt gut. Also da kann ich mich nicht beschweren. Hat jetzt 14 Spiele bei uns gemacht und dabei ein Tor geschossen. Dann haben wir Kevin Löser, der ja das große Problem hatte mit dieser Horrorverletzung. Fiel auch sehr lange aus. 4 Monate. Und das ist schon echt bitter. Der ist erst 2 Wochen und kurz danach 4 Monate ausgefallen. Und jetzt ist er endlich wieder fit, hat sich sogar ein bisschen gesteigert. 39 Spiele insgesamt schon und 3 Tore. Dafür, dass er so lange verletzt ist, ist es ganz schön viel. Die Saison 13 Einsätze. Andreas Heraf, der ist einfach ein genialer Spieler, der sich immer weiterentwickelt. Von 33 auf 41 und jetzt in der halben Saison schon auf 48 hoch. Einfach ein genialer Spieler, auch derzeit mal wieder richtig genial drauf. 46 Einsätze, 6 Tore und eine mega Entwicklung. Jan Siebald hat sich auch gut weiterentwickelt. Nicht ganz so gut wie Heraf, aber auch okay eigentlich. Nicola Digenti auch von Union Berlin. Und den haben wir, glaube ich, mit 48 oder so geholt. Inzwischen ist er auf eine 50 plus Moral und Form ist schon 52. Hat 5 Einsätze und 3 Tore gemacht, also... der wird sich wahrscheinlich sehr schnell auf das Niveau verbessern und dann lassen wir ihn auch definitiv gehen. Aber nur, wenn so ein Verein wie Union oder so anfragt, natürlich. Patrick Horstmann war einfach der Transfer überhaupt. SSV Rostock auch ohne ihn die Nummer 1 in der Kreisliga. Wir haben ihn geholt, hat auch bei uns schon 17 Einsätze, aber bei uns erst 11 Tore. Das heißt, von seiner vorherigen
30, 35 ist er jetzt auf einer 47, 46, ist aber immer noch mega genial, entwickelt sich auch bei uns stetig weiter, 49 auf eine 54 schon, und er entwickelt sich stetig weiter. Da haben wir auch das Problem, der hat sich zwar verbessert und gleichzeitig ein bisschen verschlechtert, beim Auf- und Abwertungsding, weil die Mannschaft inzwischen zu schlecht für ihn ist, hat er einen Punkt abgezogen gekriegt, weil das schädlich für seine Entwicklung ist. Dann haben wir Konstantin Vogles, entwickelt sich weiter echt gut, 37, 43 jetzt so. Auch in 44 Spielen 34 Tore, was willst du mehr? 17 Einsätze, 12 Tore diese Saison. Mega geile Entwicklung. Christoph Busse hat diese Saison 10 Einsätze gehabt, hatte ja auch in einer anderen Saison 10 Einsätze. Und irgendwie immer, wenn er 10 Einsätze hat, wird er bei uns so ein bisschen aussortiert. Letzte Saison war es der Klingmann, diese Saison ist es der Grieche, Tristakis oder so, ich kann mir das immer nicht merken. Das ist ein bisschen bitter für ihn, dass er immer nur zweite Wahl dann ist. Dann Marcel Bräunig hat sich irgendwie nicht so wirklich weiterentwickelt, das finde ich auch ein bisschen komisch, doch, 42 auf 45, hat in der Zeit, wo ich verletzt war, oft gespielt, ist derzeit aber nicht so wirklich in Form, 14 Einsätze von der Mannschaft, die wir letztes Jahr im Pokal rausgeschmissen haben. Und Schissai entwickelt sich auch weiter prächtig, letztes Jahr 28 auf 34, jetzt ist er schon auf 38 hoch, also kann man sich auch nicht beschweren, inzwischen auch schon 38 Einsätze und diese Saison und letzte Saison jeweils ein Tor geschossen. Veli Dogan hat sich noch nicht so ganz doll entwickelt, hat aber diese Saison auch erst 2 Einsätze in der ersten und 10 Einsätze in der zweiten gemacht, wo er in der zweiten sogar ein Tor geschossen hat. Ja, er hat vorwiegend in der zweiten Mannschaft eigentlich gespielt. Dann David Schneider haben wir aus der Jugend von Magdeburg. Auch ein genialer Spieler, hat sich bei uns aber bis jetzt, wenn überhaupt, nur um einen Punkt verbessert in 4 Einsätzen. Ich glaube, das war sogar noch von Magdeburg. Kommt eigentlich derzeit eher als Ersatzspieler rein, um vielleicht eine Note zu saven oder sowas. Das Gute bei ihm ist, er kann linkes Mittelfeld und Sturm, was wir ja beides haben, wo ich dann immer entscheiden kann, ob ich jetzt den linken Mittelfeldspieler rausnehme oder in den Sturm noch einen bringen, wenn ich mal 4 Stürmer brauche. Dann haben wir Leon Ruwe, entwickelt sich auch weiter gut. Letzte Saison von 28 auf 34, jetzt auf 38, also genau die gleiche Entwicklung wie Shazai, hat diese Saison 12 Einsätze und 3 Tore gemacht. Insgesamt 39 Einsätze und 5 Tore, ist einfach eine super Entwicklung von dem Jungen. Dann Matthias Matze Werkmann hatte ja diese Saison ordentlich Verletzungspech. 2 Wochen und 4 Wochen, das hat ihn beides so ein bisschen zurückgeworfen, hat sich dann aber doch noch ordentlich entwickelt. Ist jetzt auf 41, ist natürlich bitter mit seinen Verletzungen gewesen. 11 Einsätze, 6 Tore, kann sich trotzdem sehen lassen. Köberstein haben wir bei der Fusion, glaube ich, bekommen. Spielt bei uns eigentlich so gut wie keine Rolle, ist eigentlich nur, wenn wir richtig Verletzungspech bei der Defensive haben, dass wir ihn dann da mal bringen. Hat sich aber trotzdem um einen Punkt verbessert, also kann man sich nicht beschweren. Lukas Schändler haben wir, glaube ich, wo haben wir den überhaupt her? Jugend, zweite Mannschaft, irgendwo, keine Ahnung. Stillstand der Zeit ist eigentlich auch nur als Ersatztorwart da. Und dann sind wir schon durch, denn ich habe jetzt ordentlich ein paar Spieler verliehen. So zum Beispiel Richard Bachmann soll einfach mehr Chancen kriegen, kam von Bülow, hat da aber bei uns hauptsächlich Einsätze in der zweiten Mannschaft gekriegt, 17 Einsätze und dabei sogar ein Tor gemacht als Innenverteidiger. Ja, hat sich gut entwickelt, hätte aber bei uns keine Rolle gespielt, deswegen habe ich ihn jetzt gerade zur Winterpause, die er jetzt angefangen hat, nach Dirko verliehen. Dann Fabian Klostermann, den habe ich immer als Ersatz gebracht, hat sich auch super entwickelt, aber ich brauchte irgendwie eine konstantere Mannschaft, wo ich nicht nur die Jungen reinnehme, um die zu verbessern, und weil ich bis jetzt immer Glück hatte mit Laien in diesem Spielstand, habe ich mir einfach mal gedacht, dann verleihen wir den auch jetzt gerade erst vor 2 Tagen in dem Spielstand, und mal gucken, wie der sich beim TSV entwickelt, die sind ja auch Kreisliga. Armin Lindner, genau dasselbe, hat auch 20 Einsätze gekriegt, auch immer eigentlich nur als Ersatzspieler. Ich hoffe mal, der entwickelt sich da super gut, denn mit den beiden habe ich irgendwie schon Sympathien gewonnen. Also die finde ich echt gut bei uns. Röttger
hat bei uns eigentlich nur in der zweiten Mannschaft gespielt, weil wir halt zu viele geniale Stürmer haben. Der kam auch noch dazu von Bülow. 17 Einsätze, 10 Tore. Hat sich mega entwickelt, aber wir wollten ihm noch mehr Chancen geben, weswegen wir ihn gleich zu einer richtigen Mannschaft weitergegeben haben und nicht in unserer zweiten Mannschaft spielen lassen haben. Kahne hat sich bei uns in der zweiten Mannschaft irgendwie verschlechtert, hat 16 Einsätze gehabt, 2 Tore geschossen, aber die Entwicklung ging zurück. Deswegen habe ich mich jetzt auch entschieden, das war eigentlich der Ursprung, weswegen ich die Leute alle ausgeliehen habe, weil ich da gemerkt habe, die entwickeln sich wahrscheinlich besser, wenn ich sie zu einem vernünftigen Team ausleihe. Moritz Broich habe ich auch gerade erst vor kurzem von Magdeburg geholt. Ja, am Anfang Oktober. Ich bin gar nicht auf den Monat gekommen. Und hat bei uns bis jetzt noch keine Spielpraxis wirklich gekriegt. Ist auch erst vor kurzem in die Mannschaft hochgezogen worden. Der wird sich auch noch prächtig entwickeln. Hat ja jetzt schon 43 als Stürmer. Genau, das meinte ich ja. Wir haben einfach zu viele Stürmer. Kund hat auch zu wenig Spielpraxis gekriegt. Letzte Saison ja viele Einsätze in der ersten. Diese Saison hat er 8 Einsätze in der zweiten gekriegt. Mal gucken. Christian Malisewski ist ja irgendwie einer, der immer konstant gut gespielt hat, obwohl er von den Noten nicht so gut war wie der Rest. Aber ich wollte ihm jetzt einmal die Chance geben, weil er jetzt nicht mehr so oft gespielt hat. Auch als Joker nicht. Bei Grün-Weiß Rostock die Hälfte der Saison durchzustarten. Und dann werden wir mal gucken, wie der sich so entwickelt. Ramelow. Ja, ich wollte Schissai mehr Chancen in der ersten Mannschaft geben und da musste dann halt Ramelow gehen, war zwischenzeitlich auch die Hälfte des, also ich habe ihn eigentlich schon am Anfang der Saison so ein bisschen aussortiert in die zweite, weil ich halt Schissai die Chance geben wollte, aber bevor er sich in der zweiten noch nach hinten entwickelt, also verschlechtert meine ich, habe ich ihn jetzt lieber auch noch mit ausgeliehen. Klingmann natürlich, der ist schon seit Anfang der Saison verliehen. Hat da 15 Einsätze, entwickelt sich da gut. Freut mich natürlich. Jens Kunert, da konnte ich ja nicht ahnen, als wir den ausgeliehen haben, dass Altenhagen nachher unser größter Konkurrent sein wird, hat in 17 Einsätzen 4 Tore gemacht. Das ist natürlich bitter, wenn man so einen Spieler dann verleiht, den wir ja gerade erst geholt hatten. Aber ich habe gemerkt, der hat überhaupt keine Rolle gespielt bei uns. Und keine Ahnung, irgendwie als ich den verpflichtet hatte, bevor der am 1.7. gekommen ist, brauchten wir den, aber als er dann da war, brauchten wir ihn nicht mehr. Marcel Butcher auch wieder ein Verteidiger, der halt endlich mal mehr Chancen kriegen soll, kam bis jetzt kaum zu Einsätzen, deswegen geben wir ihm da die Chance. Und Restless irgendwie so der größte Fehleinkauf, glaube ich, bis jetzt. Hat 3-mal für die erste gespielt, aber sich nie wirklich empfehlen können. Ja. Da ist auch das Einzige, wo ich mich ärgere, dass ich so eine langen Verträge habe. Denn da würde ich ihn schon gerne demnächst auslaufen lassen. Und dann sind wir wieder bei Richard Bachmann. Dann würde ich jetzt gerne Pokal gucken. Erstmal gucken wir DFB-Pokal und da wird gespoilert. Erste Runde hat Hamburg im Derby St. Pauli rausgehauen. Bielefeld haut Stuttgart raus. Preußen haut Nürnberg raus, Schalke Aachen, Bayern weiter, Burghausen haut Hannover raus, Halle haut Freiburg raus, Hertha weiter, Leverkusen weiter, Mainz weiter, Offenbach haut Augsburg raus, Frankfurt weiter, Gladbach weiter, Kiel haut Dortmund raus, also die sind in diesem Spielstand hier überhaupt keine Pokalmannschaft, sind da letztes Jahr schon rausgeflogen. Wolfsburg zerstört Darmstadt, Düsseldorf weiter, Bremen weiter, Fortuna Köln haut den ersten FC Köln raus. Hansa leider knapp ausgeschieden mit 3:2. Regensburg haut Dresden raus. Kaiserslautern Karlsruhe raus. Paderborn Chemnitz raus. Union weiter. Erfurt haut Hoffenheim raus. Sandhausen haut Bochum raus. 1860 haut Saarbrücken raus. Mit 1:0, aber ganz knapp. Leipzig haut Duisburg raus. Ingolstadt Jena raus. Magdeburg kann sich gegen Braunschweig durchsetzen, Aue erst im Elfmeterschießen gewonnen und Böllendorf, die sich ja durch den Pokal der unteren Ligen qualifiziert haben, scheitern nur ganz knapp mit 3:2 in der 80. Minute gegen Cottbus, das wäre es ja noch gewesen. Dann gewinnt Gladbach gegen Hertha, Mainz haut Hamburg raus, Bayern Bremen raus, Leverkusen haut Kaiserslautern raus, Frankfurt haut Paderborn raus, Schalke haut Erfurt raus, das ist schade für Janis Sommer, Wolfsburg haut Halle raus und gut für den Krauer.
68, da dachte ich erst, ich habe das durch Zufall gesehen, und da dachte ich erst, die entwickeln sich wieder genauso wie letzte Saison mit dem Pokal. Aber wie man eben gesehen hat, sind sie leider schon raus. 3:2 gegen Aue. Union haut Cottbus raus, das hat mich gefreut. Ingolstadt haut Bielefeld raus, Kiel haut Fürth raus. Der FSV Frankfurt haut Fortuna Köln raus. Jahn Regensburg haut Leipzig raus. Wacker Burghausen setzt sich knapp gegen Offenbach durch. Und Sandhausen setzt sich gegen Preußen Münster durch. In der dritten Runde haute Bayern in Mainz raus. Wolfsburg haute Leverkusen raus. Gladbach zerstörte leider Union. Ingolstadt hat im Elfmeterschießen Schalke rausgehauen. Da war dann leider Ende für 1860 gegen Düsseldorf 3:1. Die kämpfen derzeit gegen den Abstieg in der Bundesliga. Frankfurt 1:1 und dann im Elfmeterschießen Regensburg rausgehauen. Frankfurt haut Sandhausen raus und Burghausen haut Kiel raus. Und dann sind wir jetzt im Viertelfinale mit den Begegnungen Bayern-Düsseldorf, Frankfurt, die auch in echt jetzt im Finale stehen, gegen Ingolstadt, Frankfurt gegen Wolfsburg und Gladbach, die ja leider rausgeflogen sind, obwohl, ist eigentlich egal, Frankfurt und Gladbach sind beide sympathisch, gegen Burghausen, Pokal der unteren Ligen, haben wir die erste Runde, da ging jetzt irgendwie nicht 3D, keine Ahnung warum, auf jeden Fall in der ersten Runde haben wir 2:1 gewonnen gegen Krüppelin, wo wir letztes Jahr rausgeflogen sind, dank einem Fast-Last-Minute-Treffer von Vogles. Und in der zweiten Runde, die auch erste Runde hier heißt, haben wir... Wo sind wir denn da? Hä? Hab ich das jetzt irgendwie übersehen oder so? Ach da, hier sind wir. Haben wir TSV Rostock den Kreisligisten 2:0 rausgeschmissen durch Werkmann und Siebald. In der zweiten Runde sind wir jetzt gegen FV Brudersdorf. Wo wir jetzt schon besser sind, glaube ich, von der Stärke, oder? Aus der Landesliga? 463 müssten wir eigentlich schon besser sein, ne? Ja, also da sind wir jetzt schon von der Stärke besser. Das heißt, da haben wir gute Chancen, die eventuell rauszuschmeißen. Und dann kommen wir zu TSV 1860 München, um da zu gucken. Das habe ich nämlich noch nicht nachgeguckt, wie sie sich denn geschlagen haben. Auf jeden Fall sind sie in der zweiten Bundesliga vor dem Aufstieg. Hansa entwickelt sich nicht so gut. Ah, hoffentlich haben die mit dem Abstieg nicht so viel zu tun. Und dann gucken wir mal, wie die in den Europa-League-Spielen gespielt haben. Scheinen rausgeflogen zu sein. Auf jeden Fall in den Playoffs haben sie sich gegen Malmö durchgesetzt. Und dann in der Gruppe B 3:0 gewonnen. 2:6 verloren, 1:1. 3:3, 1:1 und 1:0. Sind dann leider rausgeflogen. Aber das ist schon ein Erlebnis für die gewesen. Muss man auch erstmal schaffen als Zweitligist. Jo. Dann hätten wir die Entwicklung der ersten Mannschaft. Die zweite Mannschaft spielt irgendwie nicht so wirklich eine Rolle hier bei uns. Keine Ahnung. Es sind eigentlich nur Gescheiterte, die nichts mehr so wirklich werden wahrscheinlich. English Shields habe ich mir sogar, bevor wir die ganzen Stürme alle gekriegt haben, ausgeliehen von Caledonian Thistle. Hat bei uns in der ersten Mannschaft 3 Einsätze gehabt und von der Bank. Und seitdem spielt er für die zweite Mannschaft 5 Einsätze, 4 Tore, geht in Ordnung. Ist natürlich aufgrund seiner Stärke in der Kreisliga so stark. Die Jugendmannschaften enttäuschen mich so ein bisschen von der Stärke. Lediglich vom Talent sind hier einige herausragend. Der einzige, der derzeit so aussieht, als wenn er demnächst irgendwann was werden könnte, ist Christopher Salamon, der bald 16 wird und eine Stärke von 29 aufweisen kann. Ansonsten gucken wir mal die Ligastände durch. Bayern führt die erste Liga an. Die zweite Liga wird angeführt von Hoffenheim. Die dritte von Aachen. Nord wird von Kiel angeführt. Nordost von Leipzig. West von Oberhausen. Südwest von Mainz 2. Bayern von Bayern München 2. Schleswig-Holstein-Liga so, von Lübeck, Oberliga Hamburg von Böllendorf, also die marschieren ja ordentlich durch hier. Boah, krass. 580 Mannschaft stärker, so, die entwickeln sich echt krass. Jetzt kann ich auch verstehen, warum die nur knapp ausgeschieden sind. Bremenliga Wilhelmshaven, Oberliga Niedersachsen, ja, die Oberligen interessieren wahrscheinlich erstmal nicht so wirklich.
Dann kommen wir zu Verbandsliga Prützen für die Anbülow, von denen wir ein paar talentierte Spieler geholt haben. Unten TSV Drez kämpft wieder gegen den Abstieg. In der Landesliga sieht es so aus mit Teutenwinkel oben und Evershagen unten. Bezirksliga sind ja wie gesagt wir Zweiter, das ist der Rest der Liga. Ja. Und die Kreisliga A, da ist unsere zweite Mannschaft auf dem 6. Platz. Hat nichts mit dem Aufstieg, aber auch nichts mit den unteren Plätzen zu tun. Dann hier mal wieder die Juniorenligen. Hansa Rostock im Mittelfeld, das geht in Ordnung so. A3 Junioren Union auf 3., das ist gut. Und so. Und dann kommen wir zu den B-Junioren. Führt Bayern an, führt Bremen an. Union leider auf dem letzten da. Hansa könnte den Wiederaufstieg schaffen in den B-Junioren-Ligen. Punktgleich mit Ingolstadt, nur die bessere, nur die schlechtere Verhältnisse. Ja. Und dann gucken wir uns nochmal hier den Status an, denn das gefällt mir richtig gut. Wir sind national die 45. beste Jugendarbeit mit 99 Punkten, also wir entwickeln uns krass. Haben letzte Saison 9 hochgeholt und in dieser Saison 9 Spieler hochgeholt. Da sieht man mal, wie wichtig die Jugendarbeit bei uns ist. Und international sind wir schon fast, waren wir sogar schon in den Top 100, sind inzwischen 108er, könnten also mit 1, 2, 3 Punkten eventuell in die Top 100 wiederkommen. Ist auf jeden Fall für einen Bezirksligisten nicht schlecht. Und, ja. Ich überlege gerade, ob man noch irgendwas Besonderes zeigen könnte. Vielleicht nochmal die Fans, was die denn sagen. Zum Spitzenspiel werde ich nach langer Zeit mal wieder ins Stadion gehen. Scheiß Erfolgsfan. Beziehungsweise Eventfan. Ich bin stolz auf unsere jungen Spieler. Das ist gut. Wir brauchen mehr Sponsoren, sehe ich anders. Und schön zu sehen, wie die Jugendlichen mit den Profis trainieren. Ja, die sich dafür qualifizieren können mit Stärke und Qualität und Talent, können das. Florian Schröter gekauft werden, keine Ahnung, kenne ich jetzt gar nicht. Die Genti, der Neuling, ist auch gleich auf 1. Horstmann, Voglis, Chaka und Schneider. Also nur Voglis, der letzte Saison schon dabei war. Da sieht man mal, wie beliebt unsere Neuzugänge sind. Hier haben wir nochmal ein lokales Trainingslager gemacht und dann geht's nächsten Monat schon los. Hier sehen wir auch Senkrechtstarter, Heraf plus 7, Voglis plus 6, Horstmann plus 5, Babatz plus 5, also geniale Entwicklung hier, Ruwe und Cesai plus 4, Sibald Chaka plus 3, also einfach genial die Entwicklung. Und ja, das müsste es ansonsten gewesen sein, würde ich sagen. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Ich würde auch gerne mal eure Meinung zum Team hören. Weitere Vorschläge, falls ihr noch irgendwas beim nächsten Mal sehen wollt. Und konstruktive Kritik, wie immer. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euch noch wunderschöne Tage. Ciao.